Moin Sendungsmädels und herzlich willkommen zurück im Cosmos Gaming und zu Assassin's Creed Valhalla. Wir sind unterwegs, um für Bristan, den Alderman von Essex, seine alte Jugendliebe Alfida, Bristan heißt er, zu holen. Und da müssen wir mal gucken. Wir haben ja beim letzten Mal schon gesehen, ne? Irgendwas stimmt hier nicht. Da schauen wir jetzt einfach mal nach, was genau hier nicht stimmt. Und ob es hier noch mehr Attack on site here. Wachen gibt. Eine haben wir schon erledigt beim letzten Mal. Okay, sie ist schon mal nicht hier. Außer natürlich. Ich schätze mal nicht, dass es hier eine Höhle in den Klippen gibt, wo sie sich reingeflüchtet hat, irgendwie aus Gründen. Ne, diese Klippe sieht sehr höhlenlos aus. Ja, also sie soll hier irgendwie an diesem Gehöft sein. Gehen wir mal nachschauen. So, hier haben wir beim letzten Mal einen gemetzelt. A spilled pail of water. Someone was in a hurry. Aber warum? Oh, hi. The last house in Malden. All of us should be here. So, waren das jetzt alle? Da drüben, die hämmern da wie wild an die Tür. Keine Ahnung, was da los ist. A second bed. Olvida doesn't live alone. Ist natürlich blöd jetzt. Für Birstan. Someone was interrupted preparing their supper. Taken or fled. So, haben wir hier im Busch auch irgendwie einen Hinweis bekommen? Warum ist der Wagen umgekippt hier? Löchen. Der Schuppen hier auch noch mit dazu zum Questgebiet. Dass mir jetzt nicht mehr angezeigt wird, aus Gründen der Spielbalance. Keine Ahnung warum. Eine frustrierte Nachricht. Meldunar, ist es zu viel verlangt, dass wir aufhören, die Gebäude anzuzünden, die noch stehen? Ich verstehe eure Wut angesichts des Zustands unserer schönen Stadt, aber mit diesen versehentlichen Infernos schaden wir uns nur selbst. Mit bestürzten Grüßen, Bruder Thomas. Okay, also ist das wahrscheinlich das Öllager, ne? Denke ich mir. So, ich schau mal in die Quest rein. Finde Alfida und sprich mit ihr. Dann gibt es noch irgendwas, aber was gibt es hier? Wütendes Flehen. Achso, ja, okay. Ach, hier gibt es noch einen Stall. Aha.
Hi, wer bist du? Leave me be, Warmonger! You have my sister! Is that not enough? Peace, boy. I'm not with these men. I came to speak with your sister, that's all. A day in Essex. Now here's a day riddled with strange portents and happenings. What is your name? I'm Ellerich, the man of this house. Who are you? And why have you come? I'm looking for your sister, at the behest of another. Behest? I've got no money to speak of, and my sister is well past the marrying age. Do you know where they're holding Alvida? Yet another stay at the King's pleasure. The prison camp at Brentwood, far to the west. I'll bring her to the lake house north of there. Meet us there if you wish. If you promise you will find her, I will. Okay, cool. Hätten wir das also geklärt? Warum wurde sie gefangen genommen? Die Frage konnte ich jetzt leider nicht stellen, weil ich nach seinem Namen gefragt habe. Und hier sind echt alle Ölkrüge der Stadt. Wie es aussieht. Eine höfliche Bitte. Meine Freunde, ich weiß, wie viel Not es gibt, seit die Soldaten das Salzwerk übernommen haben. Es war unser täglich Brot. Ich weiß, dass die Nerven blank liegen. Doch bitte seht davon ab, die Ölkrüge als feurigen Protest zu missbrauchen. Es gibt kaum mehr Teile unseres schönen Meldon, die nicht schon versenkt sind. Euer Kamerad oder Thomas. Ups, da habe ich mich gerade gebeamt. So, hier war doch, da hinten war der, glaube ich, ne? Da war ein Brunnen. Nicht irgendwo ein Brunnen doch da. So, vorsichtig abstellen. Einmal rausrennen. Dann machen wir es mit einer Fackel. Wir versuchen das mal. Okay. So, nicht alles anzünden, bitte. Aus Versehen. Wir haben gehört, das passiert ja hier relativ leicht in diesem Ort. Ist das hier eigentlich der Aussichtspunkt, an dem ich mich gerade befinde? Ja, mehr oder weniger. Das ist eigentlich ein hübscher kleiner Ort, ne? Also ich meine, wenn die den nicht ständig abfackeln würden. Okay, das lief nicht ganz wie geplant. Zeug gelagert. Was haben denn hier angelegt? Oh, die Fackel. Steck ich mal ein, die hat die Explosion irgendwie überlebt. Was? Da hinten gibt es noch irgendwo. Achso, das ist da am anderen Ende vom Ort. Ja, wir können ja auch ein bisschen saufen und vielleicht auch mal in den Laden gehen.
Mehr so hoch. Geht es hoch? So, okay. Also wir haben das Öllager jetzt wieder geöffnet für die armen Bürger von Melden. Strikter Befehl. Bewohner Meldens, bitte hört auf, die Schafe des Heeres anzuzünden. Die armen Geschöpfe haben genug gelitten. Bruder Thomas, aber wer zündet denn Schafe an? Das ist doch echt gemein. So, das hier ist der Laden. Sieht ein bisschen so aus. Moinsen. What can I get for you? Dinge. This could be very useful. Wise of you to stock up. Nothing else? Nee, nee. I must be on my way now. Goodbye. So, wohin als nächstes? Hier links gibt's noch was Kleines. Ist es hier in dem Haus? Ja, lass ich mal durch. Achso, hier ist eine verriegelte Tür. Ja. Achso, ist schon offen. Ups. Hallöchen. Eine aufrichtige Entschuldigung. Meine lieben Freunde, zuerst möchte ich mich für den Ton meines letzten Sendschreibens entschuldigen. Ich muss gestehen, dass Geduld eine Tugend ist, die mir derzeit fehlt. Ich habe zum Herrn gebetet und dieser hat mir gezeigt, dass der Fehler bei mir lag, denn ich habe euch in Versuchung geführt. Also habe ich sämtliche Ölkrüge weggesperrt. Lasse dies das Ende der Brandstiftung bedeuten. Hoffnungsvolle Grüße, Bruder Thomas. Hier haben wir also noch ein Öllager. Na gut. Oh, was gibt's hier? Hoffnungsvoller Brief. Oh, wunderbare Kinder Gottes. Das letzte Feuer in Melden ist nun 6 Tage her. Ich muss zugeben, ich bin außer mir vor Freude. Vielleicht können wir nun mit dem Wiederaufbau beginnen. Die wunderschönen Triebe der Genesung sprießen wie Frühlingsblumen aus der Asche. Ihr seid wahrlich gesegnet. Bezeichnet Bruder Thomas. Nichts passiert, alles gut. Tür war nur verriegelt. Naja, gleich. Wütendes Flehen. Na, das können wir schon. Noch wütendes Flehen. Aber hier muss doch auch die Kiste sein, oder nicht? Ist die Kiste? Kiste? Oh. Gut, das könnte gleich ein bisschen lauter werden. Dann sollten wir vielleicht erst was trinken. Wo ist denn hier die Frau mit dem Fass? Ah, hier. Ja, ja, das denkst du. You look like a game horn swiller. What say you? Drink it down faster than me. Ja, zu lang kein Darmbart. Ist sehr süß. Also ich meine Auge fürs Detail und so, ne? Put your silver on the barrel. For gold and glory. Let's drink. Ja, machen wir. Let's drink. Ja, machen wir, ja, ja. So, wie viel sollen wir denn trinken? Eine Menge wieder. 6 Hörner, wie es aussieht. Don't hurl into the barrel, okay? You get some on your boots. Thank you.
we're going to start. Staggering already. So, eins noch. Oh, was war das? Hast du spät gedrückt? So, okay, jetzt bin ich betrunken. Jetzt können wir hier... Ich glaube, hier war das, oder? Wo die... Ich hole Öl und ich kann nicht gerade auslaufen. Das ist eine super Kombination. Das sollte hier im Ort aber niemanden von irgendwas abhalten, finde ich. Ich kann dann hinterher so tun, als wenn ich damit nichts zu tun gehabt hätte. Ich wollte schon sagen, explodiert das Ding gar nicht. So, das sieht safe aus. Das Ding lassen wir hier wieder verschwinden. Nehmen wir mit. Ein Drachenschild aus Eiche. Das hört sich doch super an, also wenn ich jetzt Schilder benutzen würde. Ein überlegener schwerer Schild. Fernkampfschaden wird durch Abwehr von Fernkampfangriffen erhöht. Okay. So, ich schätze mal, dann haben wir diesen Ort hier einmal ausgeplündert und sollten ins Gefangenenlager. Das ist ganz da hinten. Und da ist das Seehaus, zu dem wir dann sollen. Da machen wir um alles einen Bogen, würde ich sagen. Ne? Hier um die Brücke und so. Und die Sachen können wir uns später angucken. Wir reiten erstmal schnurstracks zum Gefangenenlager. Bevor quasi die Sonne untergeht. Ach, die haben hier sich im Badehaus bequem gemacht. Das ist ja nice. Noch ein wütendes Flehen. So, ein Pferd hätte ich gerne. Ups, ein nüchternes Pferd. Danke. So, Straße folgen zum Questziel. Auf geht's. Du schaffst das, tapferes Ross. Ja, also, die Einwohner hier scheinen mit dem, mit der Situation da unten am Salzabbau, Salzbergwerk, stimmt ja nicht, ne? Die machen ja da mehr Salz in Pfannen. Also in der Salzproduktionsanlage, Salzwerk, ich weiß nicht, wie es heißt. Damit sind die nicht zufrieden und haben dann hier alles Mögliche, was den Soldaten, die das diese als Produktionsstätte übernommen haben, gehört, angezündet. Unter anderem auch die Schafe. So, können wir jetzt ein bisschen Gas geben? Und, ja. Zum Glück bin ich nicht betrunken. Hier gibt's doch bestimmt einen, oder? That sound, almost human, but cards. Ach, das ist hier so eine Quest, ne? Ja.
Die können wir uns später noch angucken. Hallöchen. So, hier ist noch so ein kleines süßes Dörfchen. Ups. Was ist das hier für ein Ort? Ach, Wulfarweg. Räuber. Hm. Da hinten, Moment, das sieht nach einer Ruine aus. Ja, da gibt es aber auch was. Da wissen wir Bescheid. This land bears deep affliction. Oh, wir reiten hier alles tot. Okay, das müssen wir uns vielleicht gleich mal angucken. Seite soll es sein. What? Dark spirits torment this land. Geil. Hier im Baum wieder irgendwo, oder? Ist. Wollen wir uns wieder Gedanken machen, wie wir da rankommen? Nee, eigentlich, ja, das hatte ich vor. By Odin, the Nithing curse is lifted. So, hätten wir das auch erledigt. Also nebenbei am Wegesrand. Aha, guck mal. Unten reitet er, ne? Was ist der da? Das hat ja schon mal funktioniert. Kann schon wieder kein Wolf rufen? Jetzt. Yeah.
Was will er denn hier? Ich hab doch hier absolut nichts mehr zu tun. Oh Mann. Was wollen die denn alle von mir? Ich wollte eigentlich, dass sie da rutscht. Aber irgendwie werden das mir hier zu viele, ganz ehrlich. Die haben hier alle nichts damit zu tun, ne? Wirf doch nochmal. Was wollen die denn alle hier? Echt ein bisschen zu viele. Na toll, da war ich gerade beschäftigt. Er kann sich dann halt auch immer wieder regenerieren, ne, während ich hier mit den anderen Krotteln beschäftigt bin. Ach, Iowa, was machst du denn da? So, vielleicht entferne ich mich hier einfach mal ein bisschen irgendwie. Damit hier nicht jede blöde Patrouille ständig in mich reinläuft. Ja, voll daneben gerutscht, super. Hä, hey, von der Drohne kam jetzt auch einer? Ach, hier ist schon der nächste Weg. Onkel
gentle if they spot me. Ja, super. Also, das hat so gar keinen Sinn ergeben irgendwie, dass da jetzt immer mehr Leute dazukommen. So, ist das hier das Gefangenenlager rechts von mir? Ja. Dann können wir doch hier eigentlich direkt absteigen. Natürlich sind wir vorsichtig. Weiß nicht, komm noch mal nachgucken. So war er hervorragend. Ich schaue gerade auf die Uhr eigentlich. Ich habe so viel Zeit damit. Moment. Da immer mehr Leute zu bekämpfen. Das ist jetzt eigentlich schon wieder an Zeit, für die Folge zu beenden. Shouldn't be seen. Better be hooded. Kommt da von drin eine angelatscht? Tatsächlich, ja. So, und gerade schon wieder Kapuze. Also ich habe noch gar keine Ahnung, was ich hier drin eigentlich. Eine Gefangene suche ich. Die gute Alfida. Das hat jetzt nicht funktioniert. Mist. Oh, das ist ja voll weit da hinten. Yeah.
Achso, das ist auch hier drin. Na toll. Ja, wo ist denn das? Aha. Ja, toll. Wow. Krass, das ist denn explodiert. Ach, weil noch ein Krug in der Nähe stand, ne? Und da jetzt nicht der zweite Krug bei der Explosion? Ah, wo kommst du denn her? Wer, ich oder du? Macht er sich jetzt nicht mehr hoch? Oh no. Das sind halt einfach mega Ausweichskills, ne? So, wo ist jetzt der Schlüssel? Da hinten. Schnappen wir uns mal, was gibt's denn hier zu essen? Ach, keine Ahnung, kann ich nicht richtig erkennen.
eigentlich gerade noch einer. Ein Feinmantel gibt's. Schön. So, schleichen wir uns mal ein bisschen durch die Büsche zur Abwechslung. Das ist der Fettsack von eben. Dankeschön. So explodiert der Wagen hier? Ja. This key should unlock Alvida's cage. Ich bin gar nicht hier. So, und wo ist Alvida? Na, hier gibt's noch was zu holen. Im Haus. War ich eigentlich gerade drin? Oh ne, anderes Haus. Verschlossen. Schlüssel ist da drüben im Haus. Denke ich zumindest. Löchen. Einer zu Hause. Fertigkeitspunkte. Die vergeben wir natürlich noch. Wo war ich denn beim letzten Mal? Irgendwo hier unten, oder? Leichter Angriffsschaden, Gesundheit. Jo, nehmen wir mit. This must be Birsten's love, Alvida. They haven't broken her spirit. Hallöchen. Muss ich dich jetzt echt heraustragen? Na gut. Hopp, Moment. What? What is this? You're not one of them. Stay quiet. I'm here to free you. I cannot walk. My ankle. They were not gentle with me. Then I will carry you. Who are you? Who risked so much to save me? A friend. Of Elerich's? Is he all right? The poor boy? Nein, not your brother. Ihm geht's gut.
Gibt's noch was Spannendes? Ja, Soldaten auf jeden Fall. Naja, da gibt's noch was zu holen. Habe ich mal für später markiert. So ein bisschen zumindest. So, ich würde sagen, wir liefern sie dann beim nächsten Mal ab. Ich hoffe, das speichert mit ihr auf dem Rücken hier. Ansonsten wäre das echt ärgerlich. Schauen mal. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.